Super! Yo Leute, Trophy hier, ich hoffe euch geht es gut, denn ich habe eine weitere Ladung Spoiler mit an Bord und zwar zu der Folge 127, die übernächste Folge von Dragon Ball Super, denn am Wochenende kommt die Folge 126 und die Folge 127, also die Beschreibung davon, der Weekly Shonen Jump, sagt wirklich einige Dinge aus. Die Übersetzung ist von Herms und von Kenzaro auf Twitter, die Links zu den guten Jungs sind in der Videobeschreibung und ja, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, schaltet am besten jetzt ab und jetzt fangen wir an mit den Spoilern. Dragon Ball Super, Folge Episode 127, ein drohendes Hindernis, Hoffnung auf die finale Barriere. T17s Do-or-Die-Action. Ich habe das einfach mal so gelassen, weil das auf Englisch ein bisschen mehr Sinn macht. Ich glaube, die meisten werden wissen, was das Ganze heißt. Der verletzte T17 hilft Goku und Vegeta in ihrem Kampf gegen Jiren. T17 benutzt eine lebensriskierende Strategie, um Son Goku und Co. zu supporten gegen Jirens überwältigende Stärke. Ja, die Spoiler sind zwar kurz, aber die Spoiler verraten auf eine andere Art und Weise ziemlich viel über den weiteren Verlauf des Turnier der Kraft. Und zwar haben wir es hier, Jiren geht endlich all out. Also, ich denke, in der Folge 127 wird es dazu kommen, dass Jiren endlich mal ein bisschen mehr aus sich herauskommt und wir einen etwas stärkeren Jiren sehen. Denn, wie gesagt, wir sehen, wenn Jiren kämpft, ist er eigentlich ziemlich gechillt und wenn diese Almighty-Aura dann da ist, ist er wirklich sehr, sehr gruselig. Deswegen denke ich, hier wird er auch mal ernst machen, denn es gibt einen großen Grund dafür, dass er ernst macht. Und zwar sehen wir, dass hier kein einziges Wort von Toppo gesprochen wird. Ich meine, er könnte aber noch drin sein, die Möglichkeit besteht hier, aber hier steht: Goku und Vegeta kämpfen wieder gegen Jiren. Das heißt, dass Toppo irgendwie aus dem Weg geräumt sein muss und das heißt, dass Vegeta es schafft, in der Folge 126 Toppo rauszuhauen. Der Titel der Folge ist auch selbst einen Gott übertreffend, Vegetas lebensriskierende Attacke. Also scheint Vegeta wirklich den Gott übertroffen zu haben und hier vom Kräftelevel her macht das Ganze auch Sinn. Wie gesagt, ich habe Toppo so eingeschätzt, dass er ungefähr im Mittelfeld der Götter der Zerstörung ist, mehr oder weniger. Es gibt ein paar Indizien darauf, warum das so ist. Ich habe ein Video dazu gemacht, das könnt ihr gerne abchecken. Nichtsdestotrotz haben wir auch Beerus im Manga zum Beispiel, der ebenfalls gesagt hat, dass Vegeta mit dem Super Saiyan Blue Perfect oder 100% selbst in einem anderen Universum ein Gott der Zerstörung sein könnte. Also die Möglichkeit besteht. Da hat Beerus ungefähr das Kräftelevel eingeschätzt. Ja, das ist auch nochmal so eine kleine Nebenthematik. Wir müssen natürlich abwarten, wie die Folge sein wird, was Vegeta tun wird und wie Toppo wirklich rausfliegen wird. Denn da T17 noch im Ring ist, heißt das, dass er in Folge 126 auf jeden Fall auch noch was machen könnte. Vielleicht ist er eine Art Support für Vegeta, der die ganze Zeit diese Steine auf Toppo schmeißt, damit er das Hakai nicht anwendet. Kann. Wäre ja auch eine lustige Thematik, deswegen müssen wir das nochmal ein bisschen abwarten. Und hier stellt sich auch gleich die zweite Frage und zwar: Vegeta ist ein Charakter, der oft dafür gehandelt worden ist, dass er in der und der Folge rausfliegt. Und selbst ich habe auch sehr oft gedacht, dass er schon vorher rausfliegt. Jetzt nach den letzten 3-4 Folgen nicht mehr, weil das dann ein bisschen mehr klarer war, aber davor war es mal ein bisschen gefährlich für Vegeta. Und jetzt sehen wir hier, dass er trotz seiner im Titel beschriebenen lebensriskierenden Attacke nicht rausfliegt. Also haben wir es hier: Ist Vegeta erschöpft? Ist diese lebensriskierende Attacke aus Folge 126 sich gar nicht so krass oder was ist hier passiert? Das ist so ein bisschen die Sache. Die Folge 127 verrät sehr viel über die Folge 126. Ich bin mal gespannt, ob Vegeta immer noch so kämpfen kann wie vorher oder ob er krass erschöpft ist, weil Toppo ist ziemlich stark aufgetreten. Deswegen denke ich schon, müsste Vegeta einige, nicht Verletzungen, aber einige Erschöpfungen aus dieser Folge mitnehmen. Deswegen bin ich mal gespannt, was Vegeta angeht. Das könnte nochmal sehr cool werden. Und darüber hinaus, Vegeta und Goku, ja, vielleicht könnte der Kampf mit Jiren so ein bisschen Referenzen haben mit dem Kampf gegen Kid Buu damals, denn Toshio, ja, unser guter alter Toshio, der damals sehr viel verraten hat zu Dragon Ball Super, ist ja einer der Schreiber bei Toynimation, hat mal geschrieben, dass eine coole Vegeta-Folge kommt. Und wann die genau kommt, war immer so die Frage. Jetzt könnte die aber bald wirklich kommen mit der Folge 126. Und in dem Zeitraum, wo er das gepostet hatte, hat er auch mal das Ende der Majin Buu-Saga gelesen und hat auch geschrieben, da hole ich mir Motivation her. Also mal gucken. Vielleicht könnte da was Interessantes passieren. Vielleicht könnte sogar eine kleine Referenz kommen mit Majin Vegeta gegen Toppo. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was Vegeta dann im Endeffekt tun wird. Oder der Gamma Burst Flash aus dem Manga. Das haben ja auch sehr viele Leute kommentiert unter der Review. War das, glaube ich, dass der Gamma Burst Flash von Vegeta auftauchen könnte. Ja, wir haben T17s Barriere. Die Frage ist jetzt hier, die Barriere ist ja so der Lifesaver von T17 schlechthin. Wir sehen, dass diese Barriere sehr wahrscheinlich gegen die Kraft von Jiren treffen wird. Und die Sache ist hier, wird er die Barriere jetzt endlich brechen, was natürlich sehr wahrscheinlich ist. Und die bessere Frage ist, glaube ich, hier, wird T17 hier rausfliegen? Ich meine, steht natürlich lebensriskierende Strategie, also hat T17 irgendwas, womit der Goku und Vegeta einen Vorteil raushaut, aber er selber rausfliegen könnte. Also so wirkt es jedenfalls für mich. Deswegen haben wir das auf der Seite. Mal gucken, ob es dann im Endeffekt wirklich so sein wird und ob T17 wirklich hier rausfliegen wird. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr denkt, dass er jetzt in dieser Folge rausfliegt, weil das Ding ist halt mit T17, das ist unglaublich.
unglaublich. Ich habe so safe gedacht, 126 ist die Folge, wo er rausfliegt. Nicht mit ihm. Nicht mit ihm. Er bleibt immer noch da bis Folge 127. Es ist krass. 17 ist wirklich ein unglaublicher Charakter. Er ist immer noch im Ring. Deswegen haben wir das nochmal hier. Wir haben keine Erwähnung von Freezer. Deswegen ist er wahrscheinlich immer noch am Boden. Es gab ja andere Spoiler, die so ein bisschen beschrieben haben, dass er doch noch da ist oder wieder aufsteht. Aber ich denke, er wird in der Folge 126 unter dieser Folge doch noch weiter liegen bleiben oder irgendwie erschöpft in der Ecke liegen. Irgendwie sowas. Also wird Freezer erstmal keinen richtigen Auftritt haben, bis zu diesem Zeitpunkt, wo er dann quasi wie der Phönix aus der Asche steigt und dann seinen Großmoment haben wird. Und das wird wahrscheinlich dann kommen, wenn Goku gegen Jiren kämpft. Weil wenn sich diese Situation ereignet, dass Jiren 100% all out geht und wir noch so viele Teilnehmer haben von Universum 7, wird es dazu kommen, dass Vegeta und 17 fallen werden und dann Goku gegen Jiren kämpfen wird. Das ist so das wahrscheinlichste Szenario, was wir hier haben. Und natürlich gab es Vegeto-Fake-Spoiler, in denen gesagt worden ist, dass Vegeto auftreten wird. Und wir sehen, dass in diesen Fake-Spoilern in der Folge 127 von einer Bombe geredet wird. Wir sehen hier nichts von einer Bombe. Ich meine, es kann immer noch sein. Aber ich denke, das ist mit so der größte Beweis dafür, dass diese Spoiler fake sind. In der Folge 128 werden wir es dann final sehen, ob es wirklich so ist, ja oder nein. Aber Leute, ich sag euch eins, diese Spoiler sind fake. Also wie gesagt, Vegetos Auftritt in Super wird da nicht kommen. Aber Gokus finaler Kampf wird dann kommen. Eventuell könnte sogar C17 ein bisschen den Ultra-Instinct einleiten. Wäre ja auch nochmal hier eine sehr, sehr interessante Thematik. Ich bin damit raus. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr über diese unglaublichen Hype-Spoiler denkt. Wenn ihr das nicht getan habt, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben auf dem Video. Hier würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein.